Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Skyrim. Oh yeah, ich war kurz davor, vorlaut zu sagen. ich würde sagen, wir gehen heute mit der Quest weiter. Das war eine sehr alte Nebenquest, die wir in der ersten Staffel noch bekommen haben. Und die werden wir jetzt erstmal zu Ende führen. Gestern habe ich das Buch vorgelesen. Und heute werden wir uns das Schwert beschaffen. Huch. Festung Unterstein. Warum soll ich denn dahin? Liegt die Waffe da begraben? Also, es ging in der Geschichte darum, dass eine Tochter von einem Sklavenhändler, von dem wahrscheinlich größten Sklavenhändler, von einem angesehenen Sklavenhändler in Morrowind, einen Geliebten hatte, einen Khajiit. Das heißt, Nachtelf und Nachtelf, sag ich schon. Dunkelelf. Dunkelelf und Khajiit waren halt zusammen. Und die Tochter von diesem Mann hat sich mit einem Schmied getroffen und der Schmied hat ihr das Schmieden beigebracht, also das Verzieren einer Klinge, das Verbessern einer Klinge, das Polieren einer Klinge und das Aufbereiten einer Klinge. Damit sie, Akrash, das Schwert oder den Dolch ihres Vaters nehmen kann, ihrem Geliebten geben kann, weil der Geliebte gut damit umgehen kann, und um Sklavenhändler zu töten und um sie aus diesem ganzen Gefängnis rauszubringen, denn da ist auch eine arrangierte Ehe mit dabei gewesen, hast du nicht gesehen, ihr müsst das halt gehört haben. Und das Lesen hat mir ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Stimme gemacht, weil ich versucht habe, meine Stimme ein bisschen zu verstellen bei einigen Passagen. Und das hat irgendwann wehgetan. Das war nicht so gut. Wo muss ich hin? Ich wusste, dass ich hier nicht hin muss. Ich glaube, ich musste nur das Buch beschaffen. Kann das sein? Ich habe schon viel von euch in eurem Süßhaus gehabt. Willst du mir sagen, dass ich ein Schmeichler bin? Ach, hier sind ja keine. Die Hochelfen sind hier ja gar nicht mehr. Ich dachte, du wärst ein Wolf. Das sah gerade so aus. Och Mann. Billiger Köter. Die Hochelfen sind hier ja gar nicht mehr. Stimmt ja. Auch ich wollte sie nackt ausziehen. Ich hab extra hier drauf hingearbeitet. Ich habe mir irgendwann in der ersten oder zweiten Staffel gesagt, dass ich mit denen noch was vorhabe. Ich habe mit Tong Vor Silberblut und dann alles für den Arsch. Vergeudet keine Zeit mit Takitus. Das bringt nichts. Hier ist das Buch, das ihr wolltet. Bücher. Keine Ahnung, was die Kaiserlichen daran so toll finden. So Malakat will, wird es aber dem Jungen helfen. Ich zeige euch mal, wie ein Ork das Schmieden lernt. Ich habe Schmieden schon auf 100. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Alter, du solltest mal duschen. Guck dir mal dein Gesicht an. Holy ihr shit. Ihr solltet euch an Gorsa wenden, wenn ihr etwas braucht. Alter Schwede, wasch dir mal dein Gesicht, Freund. Keine Hochelfen hier. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Mach ich. So ein Scheiß. Na gut. Ich dachte, wir kriegen hier eine besondere Klinge, aber nein. Haben wir nicht bekommen. Haben wir nicht bekommen. Dann kümmern wir uns heute um. Bringe das Auge der Falbe. Oh, endlich kann ich mein Inventar ein bisschen ausleeren. Deswegen mache ich auch den ganzen Kram. Damit ich mein Inventar halt ein bisschen loswerde. Das Zeug, was wir da alles drin haben. Wir haben ja noch ein Schwert und wir haben alles Mögliche in unserem Inventar, was ich unbedingt loswerden will. Wir haben eine Trommel, wir haben einen Schädel, wir haben alles Mögliche. Außerdem kriege ich ordentlich Kohle für das Auge. Und wir haben sowieso noch gestohlene Sachen am Start. Die müssen wir auch noch loswerden. Das können wir alles bei der Diebesgilde machen. Na gut, wir haben natürlich auch überall unsere Hehler. So ist es nicht. Aber naja. So, Karte. Ich will gerne die Weltkarte. Dankeschön. Wir haben schon einiges aufgedeckt, ne? Aber das ist echt noch extremst wenig, was wir hier aufgedeckt haben. Es gibt ja noch unendlich viel. Unendlich viel gibt's hier. Ab zur Diebesgilde. So.
Ich habe übrigens ein bisschen nachgedacht. Die nächste Staffel machen wir einen Wunsch. Und zwar, dass wir die Schreie sammeln. Beziehungsweise nicht die Schreie sammeln, sondern die Masken der Drachenpriester wollen wir sammeln. Und um dahin zu kommen, machen wir ja die Schreie. Weil die Schreie führen uns auch zu den Drachenpriestern. Das wird dann Staffel 5 sein. Und auf Staffel 6 würde ich gerne, falls wir das jetzt nicht sogar Staffel 5 machen können, würde ich tatsächlich gerne die Dunkle Bruderschaft machen. Das würde mich echt freuen. Weil dann kriegen wir auch ein Pferd, das ich herbeirufen kann. Und das ist ja wohl ideal. Aber bis dahin dauert das ja noch ein bisschen. Das ist ja 100 Folgen sind ja 3 Monate knapp. Hey Jungs, was geht? Lange nicht gesehen. Dich auch, Ruth, dich auch. Und wir müssen hier noch ein paar Quests machen, tatsächlich so Nebenquests, damit die Gilde aufsteigt, damit wir Hehler überall finden, damit die Gilde halt überall ein bisschen Fuß fassen kann. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich denke mal, wenn wir mit dem Hausbau und so weiter fertig sind, werden wir dann die letzten Folgen dafür verwenden, die Liebesgilde wieder auf Vordermann zu bringen. Hallo? Ihr benötigt Gold. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Ich konnte ein Auge der Falme aufspüren. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Bei den 8. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben verdienen. 3200? Das ist nicht gerade viel. ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Naja. Wo wollt ihr hin? Hier gibt es Arbeit zu erledigen. Wo ist Vex? Langweilt ihr? Wie wäre es mit etwas Arbeit? Oder wollt ihr lieber den ganzen Tag herumlaufen? Bietet ihr Gilde andere Dienste an? Seltsamen Stein etwas wert? Gebt jetzt nicht auf. Draußen wartet jede Menge Beute nur. Bist du mein Hehler? Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert? Extra Dienste, Sonderaufträge. Wer ist mein Hehler? Was ist los? Angst, euch die Hände schmutzig. Bist du mein Hehler? Mir egal, ob ihr der beste Freund seid. Letzte Lieferung, die wir an der Grenze zu Cerulean überfallen haben. Zertrümmere ich euch den Schädel. Ich bin der Gildenmeister. Was haben die eigentlich für Sachen dabei? Dietrich, Honigschnitte. Irgendwas Spezielles? Wie der Kerl in der Schenke von einer ganzen Ladung Felle gesprochen hat. Sie sollen ein Vermögen werden. 10 Gold, klasse. Dietrich, Gold. Könnt ihr nicht mal ihre Klamotten klauen? Wer hat Holzlieferung und nicht Pelzlieferung gesagt? Ah ja, gut, scheiß auf den Hehler. Wir sind das Auge losgeworden, mehr wollte ich nicht. Als nächstes identifiziere den Skummerhändler in Riften. Oh. Rede mit Michael oder Michael über Charlotta. Das ist auch nochmal eine gute Sache. Ich meine, man muss ja nicht immer in Höhlen rumstreifen, ne? Wir können ja auch ab und zu mal ein paar Gespräche führen und Quests außerhalb von Höhlen machen. Aber die Hauptansätze von Quests sind halt in irgendwelchen Dungeons, Häusern, überall. Ist halt so. Ich denke mal, da wird auch hier wohl ein Rift in der Nähe sein, denn wir sind an diesem Punkt angelangt, wo wir die Diebesgilde gemacht haben. Und während der Diebesgilde haben wir ein paar Quests angenommen. In Riften. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich nur ein oder zwei Quests machen.
So, wo müssen wir dafür hin? Ne, wir müssen tatsächlich weiter weg, ne? Aber wir sind schon mal in Riften. Es wäre jetzt irgendwie komplett sinnlos, wenn wir woanders hingehen können, wenn wir schon gesehen haben, dass wir tatsächlich einen Skummerhändler in Riften suchen müssen. Gut, perfekt. Dann laufen wir da mal hin. Ich habe Skoma. Ob er mein Skoma haben möchte? Dann ich identifiziere ihn. Und die Quest ist rausgeschildert. Schwarzdornbrauerei. Warum der da wohl ist? Wahrscheinlich, weil er das Skoma braut. Mal stark angenommen. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ich bin hier der Braumeister. Aus dem Weg, Nudde! Alter! Willkommen! Erlaubt mir, euch den Schwarzdornmehl zu empfehlen. Ja, ja. Ich will nur die Quest hier haben, ja? Nein! Ich bin zu tief gefallen. Himmelsrand? Okay. Wieso musste ich hier unbedingt durchgehen? Hätte ich nicht einfach das Tor benutzen können? Was soll denn der Scheiß? Geht doch bestimmt 100 Wege. Und das soll der kürzeste gewesen sein? Ihr seht jetzt gerade meine Finger nicht, aber ich mache Anführungszeichen. Der kürzeste? Also, das ist doch eine Verlängerung gewesen. Jetzt habe ich nur so einen irren langen Ladebildschirm, wo ich so einen Hammer begutachten kann. Ja, klasse. Von Weitem weg sehen die Gegenstände ja alle cool und toll aus, aber je näher man rangeht, so umso mehr merkt man, dass sie echt Platz sparen mussten auf der Disk, um das Ganze so auszusehen. Ich hätte mich ja so irrsinnig gefreut. Ihr müsst das Lexikon nehmen. Befreit mich von meiner Last. Lexikon? Last? Wovon redet ihr? Die Erinnerungen. Ich halte sie nicht mehr aus. Bringt sie weg von hier. Zurück nach Avanchensel. Ihr müsst mir das Lexikon abnehmen. Bitte, nehmt es. Gib jetzt her. Ja, gib. Gib mir. Schon gut, ich nehme das Lexikon. Ihr müsst es nach Avanchensel im Westen bringen. Bringt es ihnen wieder. Es muss dorthin zurück. Lexikon. Unergründliche Tiefen. Aha. Ich hätte es zurücklassen können. Ich hätte es wieder dorthin stecken können, wo es herkam. Was? Das ist eine normale Quest. Warum spricht sie mit so einem Hall? Seltsamer Tussi. Fischerei. Da werden wir also fündig, ja? Fischerei, da wird ihnen geholfen. Es ist unsere liebste Begleitung. Hi. Was geht? Dank euch fühle ich mich jetzt viel besser. Arbeitet ihr gerne bei der Fischerei von Riften? Boli ist ein guter Mann. Er bezahlt uns angemessen und passt auf uns auf. Früher arbeitete ich in der Schwarzdornbrauerei. Aber Indarin und ich waren uns nie ganz grün. Dieser Elf hat nicht einen Hauch von Geduld. Es ist wahrscheinlich ohnehin das Beste. Ich bin weit besser darin, Fische zu fangen, als in einer Brauerei zu arbeiten. Was ist Skoma? Ich bin mir nicht sicher, woraus es gemacht wird. Aber ich kann euch sagen, sobald ihr es einmal probiert habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Die Dunmeer haben das Zeug vor langer Zeit erfunden. Sehr illegal und sehr schwierig zu bekommen. Ich habe meins von einem Handelsschiff in Einsamkeit bekommen.
der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich fühle mich gerade so, als wenn sie anonym bleiben würde und es niemand wissen muss, wie sie aussieht. Dass da nur so ein Schatten ist von ihr, weißt du? Dass ich so mit ihr spreche. Woher bekommt ihr euer Skummer? Ich denke nicht, dass ich euch das sagen sollte. Ich meine, die könnten mich umbringen. Also du bist an einer Schattenwand. Kein Schwein weiß, wer du bist? Ihr schuldet mir etwas. Gut, gut, ich sage es euch. Ich bekomme mein Skoma von Sartes Idrin. Er hat sich drüben im Lagerhaus von Rifton eingerichtet. Aber da werdet ihr nicht reinkommen. Seit Kriegsbeginn haben die das Lagerhaus verbarrikadiert. Krieg ist vorbei, Freund. Krieg ist vorbei. Wer hat einen Schlüssel für das Lagerhaus? Ich habe gehört, wie Boli gesagt hat, dass nur der Jarl den Schlüssel zum Lagerhaus hat. Wenn ich mich dort mit Sartis treffe, erwartet er mich normalerweise draußen mit seiner Leibwache. Aha, was werdet ihr jetzt machen? Ohne dieses Skoma wäre ich längst auf meinem Weg raus aus dieser furchtbaren Stadt. Mein ganzes Gold, alles weg. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Ich werde nie wieder Skoma zu mir nehmen. Obwohl, hin und wieder ein Schluck Met kann doch sicher nicht schaden. Na gut, war schön. Ihr wart sehr freundlich, ich danke euch. Bitteschön. Sieht auf jeden Fall ganz anders aus als alle anderen, das finde ich cool. Dank euch fühle ich mich jetzt viel besser. Achso, Leni waren die anderen Fußstampfen. Ich habe gedacht, okay, sie bewegt sich nicht, ich bewege mich nicht, aber wer bewegt sich dann? Und ich habe Leni einfach im Hintergrund nicht gesehen. Und ich habe auch gar nicht mehr daran gedacht, dass sie bei mir ist. Jetzt euch. Ich werde es nicht zurücknehmen. Niemals. Wieso heißt du Tiefe? Ich nicht wahr? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Aus tiefsten Tiefen. Die ist mir nicht ganz koscher, die Frau. Hab's das Gefühl, ich habe sie nicht zum letzten Mal gesehen. Kann dir nicht sagen, warum. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Jarl petzen, würde ich sagen. Ich dachte, ich klaue jetzt dem Jarl den Schlüssel und dann ist gut. Das könnten wir theoretisch auch machen, ne? Höchstwahrscheinlich. Komm, laufen wir erstmal hin und versuchen mal den Schlüssel zu klauen. Ich meine, ich habe Skoma und ich möchte es gerne an den Mann bringen. Wie viel bekommt man so für Skoma? 15.000 Gold? Eine Flasche? Ob das sehr wertvoll ist oder ob das einfach nur so ein scheiß Wasserzeug ist. Kann auch sein, dass sie einfach nur Wasser reingeschüttet haben mit ein bisschen Zucker. Wo die alle zuckerkrank sind. Seid ihr gekommen, um euch hämisch als Jahr leid zu machen? Ich euch bitten, stets die auf der Herbstschattenlichtung sich seltsame Dinge zutragen. Ja, ja. Ich vermute, das hat mit diesen Zweiglingen zu tun. So, hast du einen Schlüssel dabei? Und ist auch nicht schlecht. Du hast eine Urne dabei? Ne, Milchkrug. Ja, es gibt einen Trankmischer hier in der Stadt. Aber der befindet sich auf dem unteren Weg. Willkommen also in Rifton. Wenn ihr euch dahin ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Ich habe einen Skoba-Händler in Rifton entdeckt. Ja, wir wissen von Sartes Machenschaften im Lagerhaus. Leider sind wir uns sicher, dass er Informanten in der Stadtwache hat. Er ist uns bisher jedes Mal entkommen, wenn wir ihn festnehmen wollten. Wenn ihr euch jedoch dieser Sache diskret annehmen würdet, könntet ihr ihn vielleicht überraschen. In Ordnung, ich mache es. Hervorragend. Hier, das ist der Schlüssel zum Lagerhaus. Versucht, diesen Gifthändler zu schnappen und ihn zu überzeugen, seine Geschäfte dauerhaft aufzugeben.
In Überzeugungsarbeiten bin ich gut. Wie? Er hat das gehört? Oh. Mein Kinect ist aus. Wie bitte was? Das ist ja gruselig. Woher wusste er, dass ich lache? Da ist das Lagerhaus. Aber ich muss hier durch den ganzen Dreck hier durchlaufen, ey. Dass Riften so eine armselige Stadt hat, die nicht mal ordentliche Tore hat. Die hat hier überall Türen. Es ist kein Wunder, dass die ganzen Diebe hier reinkommen. Die müssen einfach nur nachts einmal kurz hierher kommen, die Tür aufmachen und ist gut. Im Weichlauf kommen die nicht einfach so rein. Da müssen sie durch das Haupttor. Das muss auch so ein widerlicher Job sein, ne? Das Haupttor bewachen. Ich habe ja gesehen, das hat ja keine inneren Türen. Normalerweise ist das ja bei so einem Haupttor so üblich, dass es ein Riesentor ist, damit eine Kutsche reinfahren kann. Und dass unten kleine normale Türen sind, wo halt Menschen durchpassen. Und das hat das Tor vom Weißlauf nicht. Haben wir sie vielleicht verplant oder so. Auf jeden Fall muss da eine Wache auf jeden Fall die ganze Zeit stehen. Und die Leute reinlassen. Zum Beispiel mich, wenn ich alle 3 Minuten da durchgehen möchte. Dann schauen wir uns mal das Lagerhaus in Ruhe an. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Wieso soll ich ihn töten? Oh! Jawohl. Freunde, morgen wird's was Schönes geben. Ach, Leni hat sie alle erledigt. Da unten. Oh, noch ein Messkummer. Das ist meins. Lieferung steht bereit. Bücher, Lieferung steht bereit. Da. Satis, ich habe gerade eine Lieferung Mundzucker aus Morrowind erhalten. Wir raffinieren ihn gerade und der Skoma sollte fertig sein. Wenn ihr zur Felsrinnenhöhle kommt, bringt das Gold mit oder lasst euch gar nicht erst blicken. Oh. Wir werden also eine Höhle besuchen. Ja, wir gehen zum Jarl und der Jarl wird uns sagen, wir sollen zur Höhle gehen und den töten. Oh. Gib mir den ganzen Scheiß her. Oh, wie cool. Jetzt habe ich genug Mundzucker, um meine eigene Gedürste, sag ich schon, meine eigenen Fantasien ausleben zu lassen. Was erzähl ich da für einen Scheiß? Oh, meine eigene Sucht ausleben zu lassen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen gehen wir weiter und sobald wir diesen Auftrag beendet haben, werden wir zurück zu unserem Kollegen gehen und ihm quasi... Dachte, das wäre gerade ein Hund. Was bist du denn? Bist du ein Vampir oder so? Das ist ja krass. Naja. Wir werden auf jeden Fall die Dedra-Quest machen. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie es weitergeht. Das wäre das mit der Höhle, mit der großen. Und die würde ich ja gerne weiterführen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Krass. Tschüss.